Hallo und herzlich willkommen zu, mal sehen, ob ihr das erkennt, das ist ein A-T-A-R-I. Ja, wer jetzt nicht unbedingt in der Baumschule gefehlt hat, kommt darauf, dass es sich hier aber wohl um Atari-Games handelt. Und ich habe mal einfach, weil die Frage kam tatsächlich, sehen die Module alle gleich aus? Nein, natürlich nicht, sondern ihr sollt ja auch gefälligst immer ständig neue Systeme kaufen. Da gibt es einmal das klassische 2600er Modul. Das ist das 5200er Modul. Extrem klobig, war auch eine extrem klobige Konsole. Ist auch nie nach Deutschland gekommen, deswegen habe ich die auch nicht. Wer mir die schenken will, hahaha, oder sonst irgendwie, ich interessiere mich dafür, die fehlt mir. Das ist ein 7800er Modul, kann ein bisschen mehr, ist aber die gleiche Form wie ein 2600er Modul. Ein Atari Jaguar habe ich auch. Das sind die ganz tollen Module, auch schön mit Griff. Ne? Und das gibt ja auch noch ein Handheld, das ist der Atari Lynx. Aber ich sag's mal ganz ehrlich, den Atari Lynx braucht kein Mensch. So, Systeme habe ich einmal den Atari 2600 Junior. Ich habe also weder die Darth Vader Konsole noch die Holzkonsole. Und was ich empfehlen würde für Sammler, holt euch die 7800er Konsole. Die kann sowohl 7800er Spiele als auch 2600er Spiele abspielen. Und ich sag's mal ganz ehrlich, der ist schon fast technisch auf dem Niveau eines 64ers. Ich war so begeistert, als ich den von der Messe hatte. Holt ihn euch. Kleiner Tipp. Ist wirklich die Sache wert. So, fangen wir mit den Games an. Yars Revenge. Braucht man was dazu sagen? Dies ist ein Klassiker, wie er im Buche steht. Ihr seid so ein kleines Insekt und müsst durch eine Wand schießen, um irgendeinen Bösewicht zu erledigen, der sie natürlich auch mit anderen Sachen wehren kann. Ganz starker Titel. Kann ich nur empfehlen. Pflicht. So. Die Magic-Module sehen ein bisschen anders aus, falls ihr es gerade seht. Atlantis. Ihr müsst mit einigen Geschütztürmen Atlantis schützen. Ist, glaube ich, einer der bekanntesten Titel und einer auch der ganz großen Pflichttitel. Gibt es keinen Weg dran vorbei, müsst ihr haben. So unglaublich, das ist Pflicht. Keystone Capers, ihr seid so ein kleiner Bobby und müsst in einem Kaufhaus Gangster fangen, oder in dem Fall immer jeweils einen Gangster fangen. Das basiert auf einer alten Schwarz-Weiß-Serie. Ich glaube, die hieß auch Capers, aber fragt mich nicht, wie die bei uns hieß. Ich weiß, dass wir die, glaube ich, irgendwie im Vormittagsprogramm in den 80er Jahren auch hatten. Ich glaube, die wurde sogar von Hans-Dieter Hüsch gesprochen, glaube ich. Jetzt seid ihr mal gefragt, ihr ganzen Hardcore-Leute, die ganzen Retro-TV-Kandidaten, die das auswendig kennen. Jetzt seid ihr mal gefragt, wie das hieß. Ich glaube, wir hatten das auch. Ja gut, hier habt ihr so eine Art prähistorisches GTA. Das heißt, außer dass ihr jetzt mal der Cop seid. Als Cop müsst ihr dann halt die Leute fangen, müsst dann halt irgendwie Flugzeugen ausweichen, Bällen ausweichen. Ich fand den Titel immer schon stark und es ist auch einer meiner Favorites. Sprechen wir auf Favorites. Centipede. Ja, nicht verwechseln mit irgendwelchen Trashfilmen, die teilweise auch in Deutschland produziert wird, wo sogar ein Kollege, ich grüße ihn mal, einen Daumen und ein Kennzeichen gefunden hat. Unglaublich, nicht, dass das wirklich irgendwo in der Nachbarschaft gedreht wurde, oh mein Gott. Ja, Centipede, starker Titel. Ihr müsst ein 100-Füßler, eben kein 1000-Füßler, weil das wäre Millipede, ne? Hier Klugscheißer-Modus wieder an, ein 100-Füßler erledigen. Klassischer Shooter, ihr müsst Pilzen ausweichen, Spinnen ausweichen. Toller Titel, absoluter Klassiker und müsst ihr haben. Joust. Ihr sitzt auf so einem Pegasus und müsst von oben herab die Gegner besiegen. Starker Titel. Ist auch ein Automatentitel, der auch hier auf einem Atari 2000 einen guten Job macht. Macht man nichts mit falsch. Nächster starker Titel. Activision Decathlon. Ja, der Zehnkampf. Bevor es Summer Games, Winter Games und Co. gab, gab es das 100 Meter Weitsprung, Kugelstoßen, jetzt überlegen wir schon, Hochsprung, 400 Meter, 110 Hürden, Diskus, Stabhochsprung, Speerwerfen, 1500, genau. Die Disziplin macht ihr hier durch. Absoluter Joystick-Killer, aber absolut gottgleich und absolut Pflicht muss man haben. Pole Position, starker Racer,
Wer Turbo vom ColecoVision kennt, der weiß, der ist noch ein bisschen stärker, aber Pole Position, ganz starker Racer für die Zeit, müsst ihr haben. Lohnt sich wirklich. Oh, noch ein Riesentitel. Frogger, das fällt mir so stark, das fällt mir sogar aus der Hand. Ja, das war jetzt nicht der gespielte Witz. So, Frogger, ganz starker Titel, hüpft auch gerne mal weg, hahaha, ist wirklich gut. Auch die Atari 2600 Version, genial. Wer es kennt, wer rankommt, zockt es. Es ist wirklich stark. Und ich sehe auch schon, was jetzt kommt. Qbert, auch wieder ein Parker-Game. Ganz krank, ganz verrückt. Ihr müsst diese Würfel einfärben und müsst vor diesen ganzen Feinden weglaufen. Die Atari-Version hat nicht alles, was die Arcade-Version bietet. Aber trotzdem ein ganz starkes Stück Software, wenn ihr die Chance da dran gekommen habt. Holt es, so gut ist es. Ah, nächster Riesentitel. Cosmic Arc, einer meiner Lieblingstitel. Ist ein Spiel mit zwei verschiedenen Screens. Gab es dann auch schon zu der Zeit. In dem einen Screen müsst ihr mit der kosmischen Arche so Kometen abschießen und in der zweiten müsst ihr dann landen und, ich nenne es mal einfach Wesen. Ich will jetzt nicht Tiere sagen oder Humanoiden oder... Ihr könnt ja den halben Star Trek-Katalog jetzt mal abfeuern, ob wir da im Alpha, Beta, Gamma oder Delta-Quadranten sind. Ideen gerne zu mir. Starker Titel, gilt auch als erstes Sequel aller Zeiten, also als erste Fortsetzung zu Atlantis. Das heißt, man kann davon ausgehen, ihr habt in Atlantis irgendwann die Stadt nicht mehr gerettet, sonst müsstet ihr nicht eine kosmische Arche bauen. Aber starker Titel, wirklich Riesending. Megamania, Riesenshooter, super, wirklich absoluter, genialer Shooter, der wirklich Fun macht, auch mit wechselnden Gegnern, kann ich nur empfehlen, ist Action-Shooter, ist wirklich schönes Programm. Circus Atari, ja, ihr springt auf eine Wippe und macht Ballons kaputt. Gut, bei Stefan Raab wäre das eine ganze Eventshow, aber hier ist es ein nettes Game und das ist wirklich nett. Das ist sehr spielbar, das ist zwar jetzt nicht unbedingt mein unglaublicher Favorite-Titel, aber ich habe da sehr viel Spaß dran gehabt. Nächster Gigant, Moon Patrol. Riesentitel. Die Atari 2600-Version ist vielleicht nicht ganz so großartig. Ihr habt Moon Buggy und müsst auf der Mondüberfläche euch vor UFOs schützen, über Löcher springen und andere Sachen erschießen. Ganz genialer Titel. Wirklich super. Die Version ist nicht ganz die stärkste, aber egal wie, es ist Moon Patrol, das muss man kennen. Bobby geht heim. Nettes Jump'n'Run, auch glaube ich eins der meistkopiertesten Spiele aller Zeiten. Da gibt es so viele Klone von. Vielleicht, das ist ja meine Hausaufgabe für euch, schreibt doch mal in die Kommentare, wie viele Klone ihr kennt. Ich glaube, ich kenne 3 oder 4, das reicht dann auch schon. Ja, ihr müsst halt nach Hause gehen, wie der Name schon sagt. Und müsst dann über Gegenstände springen, über Brücken und ist wirklich lustig. Also macht wirklich Spaß. Dragonfire. Ja, auch wieder ein Spiel mit zwei Screens und auch wieder eins meiner absoluten Favorites. Ihr müsst im Screen 1 Feuerbällen ausweichen oder drüber springen und im zweiten Screen seid ihr dann in so einem Thronsaal, wo euch ein Drache angreift und die müsst ihr die ganzen Schätze klauen. Super toller Titel, absoluter Suchtitel, kann ich nur empfehlen. Super Breakout, ja. Bevor es den Super Nintendo gab, war trotzdem alles schon super, nein. Super Breakout ist ein, ja, eine verbesserte Version des Breakouts. Vielleicht kennen Leute das als Arkanoid, um es jetzt mal richtig auszusprechen. Super Breakout ist ein schöner Titel, macht viel Spaß. Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der Pflichttitel, den ich empfehlen würde, aber oh mein Gott, es ist Breakout. Was kann man da falsch machen? Zum Schluss, dann haben wir auch wieder fast die 10 Minuten erreicht, Dig Dug. Ich glaube, jeder kennt das Game mit Graben und die Gegner aufblasen, bis sie platzen. Riesentitel, Riesen-Arcade-Game. Die Atari 2600 Version, gut, ist jetzt nicht die Version, für die ich meine Niere verkaufen würde, aber ein sicherlich starker Titel. So, jetzt machen wir hier auch einen Cut. Von der englischen Version habe ich da auch einen Cut gesetzt. Dann tue ich das hier auch und dann machen wir in der nächsten Version weiter. Im nächsten Video. Genau, wir warten erst das nächste YouTube-Release ab. Nee, besser nicht. In dem nächsten Video geht es dann weiter und dann
gibt es noch ein bisschen mehr davon. Ich denke aber, mehr als zwei Teile wird das auch nicht. So, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Ihr kennt das Spiel. Und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch so sehen wollt. Dann kriegen wir das auch hin. Ich sag mal tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.